kann ein wiedergeborener Christ aus dem Buch des Lebens gelöscht werden, gemäß Offenbarung 3? Was ist überhaupt das Buch des Lebens? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In der Bibel werden einige Bücher genannt, die Gott führt, also einige Bücher Gottes. Es gibt Bücher, in denen stehen die Ratschlüsse Gottes. Es gibt Bücher, in denen stehen die Werke der Menschen oder Bücher, in denen stehen die Namen von Menschen, also im Sinne von Namensregister. In jedem Fall ist das Buch eine Metapher. Eine Metapher für eine Festlegung, für eine Festsetzung, die Gott vornimmt. Nun, das Buch des Lebens enthält die Namen. Gott trägt Namen ein und kann auch Namen löschen. Das Buch des Lebens muss man unterscheiden in zwei Kategorien. Da gibt es das Buch des irdischen Lebens. Hier trägt Gott die Namen von Menschen ein bei ihrer Zeugung oder bei ihrer Geburt. Und die Namen werden wieder gelöscht am Ende des irdischen Lebens, also bei dem physischen Tod. Und es gibt das Buch des göttlichen, des ewigen Lebens, da stehen alle Namen drin der gläubigen Menschen, und da gibt es kein Auslöschen der Namen. Hier wird explizit ein Zeitpunkt genannt der Eintragung, und zwar von Grundlegung der Welt. Das bezieht sich jedoch auf die Namen aller Gläubigen, die nicht zur Ekklesia gehören, also die Ekklesia, die Gemeinde Gottes, die alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung umfasst. Bei dieser Eintragung von Grundlegung der Welt geht es also zum Beispiel um die Namen der alttestamentarisch Gläubigen oder der Gläubigen in der Drangsalszeit nach der Entrückung. Diese Namen hat Gott eingeschrieben von Grundlegung der Welt. Daraus kann man ableiten, dass Gott die Namen der wiedergeborenen Christen, die also zur Ekklesia gehören, dass diese Gott eingetragen hat vor aller Ewigkeit, denn diese wurden ja auserwählt vor Ewigkeit. Das steht aber nirgendwo explizit in der Bibel, das ist aber eine Interpretation. In der Offenbarung hat dieses Buch des Lebens, das Buch des ewigen göttlichen Lebens, auch ein Prädikat, Buch des Lebens des Lammes. Das soll einfach betonen, dass die Erlösung der Gläubigen auf die Erlösungstat Christi beruht, der das Lamm Gottes ist. Nun heißt es in Offenbarung 3, Vers 15, dass wer überwindet, wird nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht. Das ist also keine Bedingung, sondern eine Zusage. Wer überwindet, wird nicht gelöscht, denn der Überwinder ist ja jeder wiedergeborene Christ. Das wird eindeutig im 1. Johannesbrief definiert. Der Begriff des Überwinders ist kein Begriff der Ethik oder Moral, das ist keine ethisch-moralische Qualität, sondern jeder wiedergeborene Christ ist Überwinder. Dazu schaut ihr unbedingt das Video an, das ich in der Beschreibung verlinke. Und der wiedergeborene Christ hat die Zusage, die Verheißung, dass sein Name nicht aus dem Buch des Lebens, nämlich aus dem Buch des ewigen göttlichen Lebens, gelöscht wird. Das ist eine Zusage, eine Verheißung Gottes. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.